ja irgendwie, wie seine Gedanken über eine Brücke in neues Terrain zu schicken. Die formalen Methoden, die Mathematik, kann uns gerade dabei helfen, diese Brücken zu beschreiben und zu konstruieren. Aufgabe der Philosophie und damit auch der Wissenschaftstheorie ist in ganz vielen Fällen die Klärung von Begriffen, die, wenn sie unklar verwendet werden, einfach zu Problemen führen. Und speziell in der Reduktionsdebatte sind eben Begriffe wie Reduktion und Emergenz zwischen Theorien alles andere als klar. Und deswegen ist die Hoffnung, dass vor allem dann auch unter der Verwendung von formalen Methoden dann es möglich ist, diese Begriffe so klar zu gestalten, dass Wissenschaftler tatsächlich damit arbeiten können. Strukturen sind überall da. Also ich meine, alle die grundlegenden mathematischen Objekte, die man betrachtet, sind Strukturen. Gruppen zum Beispiel, ja. Oder Boolesche Algebren, Heiting-Algebren, die ja für die Logik auch sehr wichtig sind. Das sind sozusagen algebraische Strukturen, die zum Beispiel jetzt hier zum Beispiel in der Kategorie der Boolesche Algebren nehmen. Und diese Dualität, die auch hier oben steht, ist sozusagen, stellt eine Verbindung her zwischen intuitiver Geometrie und Topologie und Algebra sozusagen. Explaining it to my parents is difficult. I always try to explain Russell's paradox. And then I say, well, I try to solve these things. But it's very difficult to explain, yeah. I say it's a mixture between philosophy and mathematics. We're lucky that we have internet now and Skype and all these things. Because nowadays with Skype you feel like it's almost like meeting someone for a coffee and it's very easy. But no, of course, distance makes a difference. I mean, I guess distance affects my everyday life in a way, yeah. Das MCMP reist nach New York. Super. Wir treffen dort gerade die Philosophen, die die gleichen Fragestellungen bearbeiten wie wir auch. Aber die persönliche Begegnung ist einfach durch nichts zu ersetzen.